Hallo verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, schönen guten Tag oder was immer bei euch gerade für eine Tageszeit ist und herzlich willkommen zu World of Tanks mit einem Replay, heute mit dem Scorpion und gespielt wird das Ganze von Inge Meisel, unserer guten alten Dame. Karte ist Charkov im Standardgefecht und ja, jetzt schauen wir doch mal, was er hier so imstande ist zu leisten mit dem Ding, das ja eigentlich auch gefühlt nur eine fahrende Kanone ist. Man sieht es hier eigentlich ganz gut. Hier die Kanone, dann dieses Mini-Blech da vorne, da kommt man sogar mit Steinen gefühlt durch. Also man braucht nicht mal mehr HE-Ding nehmen, sondern geht auch so. Aber da lassen wir uns jetzt mal einfach mal davon überraschen, was er hier so damit anstellen kann. Da vorne ist schon ein E25. Da kommt er schon gut durch, ist aber direkt offen. Da muss er natürlich aufpassen. Gerade so ein E25 ist halt schon ein ordentlicher Gegner. Auch zwar kaum Panzerung, aber schießt dich halt in 0, nix raus. Also er ist jetzt hier auf jeden Fall erstmal sehr defensiv. Ist auch sinnvoll. Jetzt hätte er vielleicht dem 3400 dann noch ins Heck schießen können, aber naja, das war dann doch ein bisschen sehr knapp. So, super schwieriger Schuss. Nicht getroffen. So ein Type 64, der ist natürlich auch verdammt schnell. So, und jetzt lurt er nochmal raus. Aber, ja, also der GW Panther hat jetzt erstmal den Type weggemacht. So, läuft. Und er hat das Fernrohr jetzt hier aktiv und das Tarnnetz, aber hat auch dann noch nichts aufmachen können. Also von dem her wird erstmal geguckt. Und neben ihm rechts steht eine Arti, die da im Nahkampf mit dem Tiger ist. Die haut jetzt gerade ab. Jetzt Auto-Aim. Ja. War jetzt ein sehr interessanter Spot für die Arti, muss ich gestehen. Aber, naja. Soll's auch mal geben, du. Wäre natürlich das Spiel des Lebens gewesen, wenn die Arti da jetzt wahnsinnig performt hätte. So, jetzt guckt er hier in die Straße, sieht aber auch da nichts. Ich finde es aber auch übrigens gar nicht so notwendig, hier jetzt erstmal so Vollgas zu geben, sondern ruhig mal ein bisschen defensiv zu spielen, dem Tiger da eine zu geben. Der Tiger, der guckt jetzt natürlich, weil er gerade so den Arti-Schreck sozusagen abbekommen hat. Der dachte sich, oh scheiße, da ist ja noch die Arti. Deswegen, der wollte eigentlich schon drauf fahren, hat es aber dann noch gemerkt und die Zeit nutzt jetzt hier der Scorpion, um sich da nochmal umzustellen. So, kommt der Tiger da jetzt lang? Nee, schaut nicht so aus. Aktuell 6 zu 10. 6 zu 11. Jetzt wird es langsam eindeutig. So, er will jetzt hier nochmal sein Glück in der Ferne suchen. Oh ja, da kommt doch gleich mal was. Und der 3400 bekommt da einen ab. Er selber konnte da ganz gut dodgen. Und jetzt sind die beiden hier sehr low von den Hitpoints. Der erste, der ist weg. Und ja, bevor hier wieder die Ansagen kommen, der Spieler nutzt wohl Auto Aim Advanced oder wie sich das Ding nennt, wo er nicht direkt die Maus drüber halten muss. Ich persönlich, um das jetzt vielleicht auch nochmal meine Meinung kundzutun, finde es gar nicht so schlimm, wenn es jemand nutzt, weil eigentlich ist das ein System, was für mich so oder so ins Spiel gehören müsste. So, weg mit dem 3400. Ich selber habe es in meine Modpack-Einstellungen deaktiviert, aber jeder, der es nutzt, ganz ehrlich, da, dem mache ich keinen Vorwurf. Und solange ihr ja keine Videos macht, wisst ihr ja, habt ihr damit kein großes Problem. So, jetzt hat er aber das größere Problem, dass er jetzt hier gegen 6 Leute alleine ist. Inge Meisel muss jetzt mal zeigen, was der Scorpion jetzt so kann. Und das ist natürlich mit dem Scorpion,
6, 5 ist natürlich nicht so easy zu handeln. Der Gegner könnte jetzt natürlich cappen, um ihn da dahin zu bewegen, dass er da in den Cap müsste. Aber so wie ich das Gegnerteam kenne, schreiben die schon ganz klar No Cap, No Cap. Kill All. Werden wir ja gleich sehen, ob die beiden da durchcappen. Wenn ja, super cool, dann alles richtig gemacht. Und da muss er jetzt nämlich hier definitiv jetzt zu seinem Spot zurück. Und das ist natürlich ein taktischer Vorteil, den der Gegner dann hat, als hier einem Gegner hinterherzufahren, den man nicht sieht. Und es schaut so aus, als ob sie es wirklich durchziehen. Finde ich super. So, jetzt muss er hier mal stehen bleiben, vielleicht sein Fernrohr aktiv bekommen. Sturer Emil ist da offen. Den kann er wegmachen. Damit ist jetzt noch einer da an der AT7, der da cappt. Man hat ja mit dem Scorpion einen vernünftig schnellen Panzer, also man kann hier auch im Zweifel mal eine Route nehmen, die etwas länger ist. Jetzt ist aber allerdings da der VK hinter ihm. Aber der ist auch von den Hitpoints so, dass er den gut wegmachen kann. Der VK bleibt dann nicht stehen, versucht es aus der Bewegung heraus und wird dann da zerstört. Und da gibt es gleich das Gold Retard hinterher. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier gegen 6 Leute spiele, dann würde ich auch wollen, dass jeder Schuss ins Ziel kommt. Also, und es ist ja außerdem Premium, also nimm's halt auch und halt die Schnauze. So, AT7. Ah, der steht da gut. Ah, da kommt aber oben drauf. Ja, kann ihn hier decappen. Ketten selber würde ja euer oder da durchschießen. Nee. Er hat jetzt seinen Hitpoint-Vorteil. Der AT7 ist jetzt hier so, dass er den mit einem Schuss wegmachen kann. Da die kommt auch die Hummel hinter ihm. So, AT7 hat ihn jetzt hier und er Auto-Aim. Ja, und das langt. Da macht er ihn weg. Kurz vielleicht mal zu den Durchschlagswerten, während die Hummel verschießt. 219 mit normal, 275 mit Premium. So, jetzt die Hummel Nummer 1 sitzt. So, Hummel hat hier viel zu lang Nachladezeit, keine Chance. Und jetzt hat er seinen 8. Kill Radley Walters schon klar gemacht. Fehlt nur noch der M4. Aber ich wollte es gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, der ist AFK, weil er bisher so gar nichts gerissen hat, nirgendwo gesehen wurde. Also von dem her, M4 AFK war eine saubere Runde, auch wenn der Schaden jetzt nicht exorbitant hoch war. Aber er hat es am Ende einfach für sein Team gemacht und man muss sich erstmal mit dem Panzer und 600 Hitpoints gegen 6 Panzer erwehren. Also sehr, sehr ordentlich und dementsprechend ein verdienter Sieg und auch die XP beweisen das, dass er hier gut performt hat. Ja, der M4, der bewegt sich nicht, da sieht man definitiv AFK. So, mit dem nächsten Schuss ist er weg. Und damit haben wir doch ein schönes Replay gehabt. Oh, doch noch nicht weg. Okay, mit dem nächsten Schuss ist er weg. Und damit haben wir ein schönes Replay gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Kommentar da und sagt mir mal eure Meinung zu dem Gesehenen. Ja, ansonsten... Ach, jetzt mach's doch nicht so spannend. Was machst du denn jetzt? Was will er denn jetzt machen? Ich sag trotzdem schon mal den Satz zu Ende. Lasst mir einen Kommentar da und ja... Sagt mir, was ihr gesehen habt. Daumen ist auch immer gern und natürlich ein Abo. So, jetzt will er scheinbar noch cappen. Sieht zumindest so aus. Er hält jetzt hier den M4 im Blick. Ja. Ist nicht doof, muss man jetzt mal gestehen. Also von dem her, die Minute, die gönnt er sich. Der BDR will, dass er nicht seine Zeit verschwendet, aber dann geh halt raus, wenn es dich stört. Ansonsten, die Minute wirst du jetzt auch noch haben. Auf jeden Fall, man sieht auch, der Gegner erkennt die Runde an. Und die wussten einfach, er hat es hier
vollbracht und sie selber haben den Sack nicht zugemacht. Oben auch, man sieht ja, wie viele Treffer er gelandet hat und er selber hat 2 bekommen, also er war schon sehr fleißig. Und natürlich ist das Team mit dem M4 nicht zufrieden, wobei ich will mal so weit gehen und so sagen, wenn er jetzt zumindest am Schluss wieder zurückgekommen wäre, hätte es nichts verändert. Vielleicht höchstens im Spiel selber, aber nein, das war leider nicht wirklich gut. Jetzt schauen wir mal, ob er den Cap durchbringt, ob er ihn dann erschießt oder ob er ihn dann sogar noch wegrammt, was ich ja fast lustiger fände. Noch so ein schöner Ram-Attack. Aber ich glaube, er setzt sich nicht in Bewegung, er wird ihn wegballern. Ja, ganz simpel. Und ja, jetzt ist es zu Ende. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.